Hallo, liebe Studentin. Hallo, lieber Student. Wir üben nun im DSH-Vorbereitungskurs die Transformationen vom Aktiv ins Passiv oder umgekehrt. Die Übung 1. Also transformiere vom Aktiv ins Passiv und umgekehrt. Nummer 1. Man erwartet, dass das Wachstum um 1% ansteigen wird. Nummer 2. Durch Investitionen wird das Wirtschaftswachstum angekurbelt. Nummer 3. Die Wegwerfgesellschaft richtet enorme Umweltschäden an. Nummer 4. Die meisten Menschen erkennen die Gefahr, ziehen aber keine Konsequenzen daraus. Nummer 5. Gegen die Schadstoffemissionen müssen wir etwas unternehmen. So, viel Erfolg bei der Lösung dieser Transformationsübung. Wir werden bei Gelegenheit die Lösung anbieten. Dankeschön, tschüss, bis zum nächsten Mal.